Und hier sind wir nun. Weiter geht's. Wir sollen... Nein. So. Wir sollen einen irgendeinen Aufzug nehmen zur Oberfläche. Hier sind alle tot. Ist hier noch einer? Hallo? Ganz schön großer Raum. Oh. Achso, die Leiter war weg. Ist hier noch jemand? Ich bin hier so alleine. Das ist ja mal voll doof. So, was gibt's hier? Ein Telefonbuch. Ich weiß noch, früher, als ich jung war, habe ich noch Telefonbücher zerrissen als Hobby. Mittlerweile mache ich Let's Plays. Oh, und hier liegt ein Hinweis. Was steht hier? Knee pads, a natural protection for dangerous world. Okay. Ja, und da fällt mir noch ein kleiner Gag ein, wo ich gerade Knee pads gelesen habe. Übersetzt doch mal wortwörtlich, ich bin auf einem Kniering ins Englische. Wortwörtlich übersetzen, so wie ich es gesagt habe, und das dann mal ganz schnell sagen. Ich bin auf einem Kniering. So gut. Könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr es lustig fandet oder nicht. So, Munition, Munition. Da war also doch noch einer. Was ich sagen wollte, wenn ich sowas hier sehe, viele Graninaten, XS-Schockgraninaten, ja, Medikits, Westen, oder? Was sagst du dazu? Das sieht irgendwie gefährlich aus. Was ist das hier? Kann man nichts mitmachen. Gibt's auch mehrere von den Dingern. Und hier noch mehr. Wieder Weste, Medikits. Und hier noch mehr. Und hier noch mehr. Oh je, oh je, oh je. Das sieht mir mal irgendwie so nach einem Endboss aus. Könnte das ein Endboss sein? Und wo ist dieser scheiß Aufzug? Vor allem, wir sind überall Westen. Na gut, je mehr Westen hier sind, desto rechter soll es mir sein. Ah, da ist so ein Computerterminal. Können wir damit was machen. Und hier ist noch Munition. Was? Tauschen, Pistole? Nein, ich will keine Pistole. Also drücken, Fahrstuhl aktivieren. Okay, vielleicht habe ich mich getäuscht mit diesem... Achso, ah, und jetzt soll ich die... Jetzt soll ich die Ventile schließen. Und lass mich raten, jetzt kommen hier immer wieder diese Replikas an. Hä? Und machen mir das Leben zur Hölle. Achso, gedrückt halten. Hittebe, hittebe, hittebe. So. Okay, das war schon mal das erste Ventil. Hier oben ist noch eins. Ah. Ha, auf die Nuss. Das war... Oh Gott. Habe ich mich gerade erschrocken.
So, einfach mal kurz in den Nahkampf gewagt. Hat geklappt. Bisschen Rüstung ist down, aber das macht nichts. So. Ja, ich sag ja, bei jedem... Achso, gedrückt halten. Bei jedem Ventil werden jetzt hier diese Replikas kommen. Was zur Hölle? Besiegen Sie die Power-Armor-Einheit? Würde ich gerne. Diejenige hat aber ein Schild. Aber warte mal. Okay, das mit den Schockgranaten ist, glaube ich, eine ganz gute Idee hier. Scheiße, jetzt treffen sie nicht, oder? Doch. Weil sie nix kann. Du hast ja nicht mal irgendwas für mich droppen lassen, du Kacksau. Aber hier oben ist das nächste Dings. Ja, kennt man ja noch aus Spielen wie Deus Ex oder so. Die Roboter mit EMP-Granaten oder hier nennen sie sich halt Schockgranaten. Lassen sich ganz gut damit ausschalten, wie wir gerade gesehen haben. Aber gut, wir haben ja noch das ein oder andere Rad. Hier wird uns bestimmt noch mehr erwarten. Na, was ist los? Keine Gegner? Das ist ja langweilig. Aber ich sehe auch kein rotes Ventil mehr. Von daher betätigen wir doch nochmal den Aufzug. Und fahren an die Oberfläche. Doc, ich habe etwas gefunden. Ich glaube, es ist... Beckett, Gott sei Dank, du lebst. Ja, ich lebe. Sei doch mal ruhig. Keegan und Manny sind unterwegs. Wir wollen uns beim Stadion treffen, aber hier draußen herrscht Chaos. Wir müssen also improvisieren. Juhu! Abschließen, Replika. Sind auch... Sie sind aus der unterirdischen Anlage entkommen und haben Kontakt zu Lieutenant Stokes und Sergeant Griffin aufgenommen. Ihre Befehle lauten, beim Treffpunkt am Stadion zu ihrem Team zu stoßen. Sergeant Keegan und Sergeant Morales sind mit einem APC unterwegs dorthin. Was war das überhaupt für ein Laden? Ein Krankenhaus war das jedenfalls nicht. Keine Ahnung, Top. Ich bin froh, draußen zu sein. Ja, ich bin froh, jetzt auch hier rauszukommen. Kandidaten wie Sie zu Replika-Commandern zu machen. Hat leider nicht sehr gut geklappt, nicht wahr, Sergeant Beckett? Sie belauschen uns immer noch? Klappe und zuhören, ihr Süßen. Genevieve Aristide denkt, sie könne Alma kontrollieren, aber das wird nicht klappen. Alma ist zu stark, um sie zu benutzen. Von Anfang an, denke ich. Also, eine Ratte. Vernichten Sie sie! Wie? Das klären wir später. Jetzt müssen wir erst einmal den Treffpunkt erreichen. Schlagt euch zum Stadion durch, dann sehen wir, wie es weitergeht. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt oder drauf geachtet habt, aber mein Display hat schon wieder so geflackert. Was ja immer ein Anzeichen dafür ist, dass Alma in der Nähe ist. So, wo geht's denn jetzt hier raus aus dem Sauladen? Mächtig tief. Exit. Ja, super. Wenigstens komme ich nicht raus. Das wäre ja lustig, oder? Jetzt hier drauf stehen geblieben und unten drückt einen Knopf, wieder schön runtergefahren.
geht's denn hier weiter jetzt? Ah, hier ist eine Leiter. Ah, die Honig ja gar nicht gesehen. Aber wir können wieder erforschen und vielleicht sogar mal was Neues sehen. Was ist hier? Och, guck mal, wie süß. Want to play with us? Ein Katzenkalender. September. Und da ist auch noch irgendwas eingetragen. Mary's Birthday oder Mom's Birthday. 18.30 Uhr. Irgendwas anderes. Da unten hat er was gecancelt. Naja. So, dann haben wir noch ein bisschen Radio. Ach Mensch. Aber mein Display flackert immer noch. Na gut. Farbeimer, Schraubenzieher. Und was steht da? Nein, ich kann es nicht lesen. Na toll. Da drin. Munition, Granaten. Ist es verdächtig, dass hier Munition und Granaten liegen? Aber keine Hinweise. Und Unterlagen. Und hier, derselbe Reiniger wie in diesem Krankenhaus. Ding da oder was, aussah wie ein Krankenhaus. Und romantisch sieht das hier nicht aus. Da ist eine Tür. Was zur Hölle? Ja, aber da liegen da vor die Sachen. Ne? Wie komme ich da hin? Oh ne, oder? Und ich muss da jetzt rüber, das war ja. Ich würde ja mal ganz vorsichtig behaupten, dass da gerade ein Flugzeug abgestürzt ist. So, jetzt kommen wir hier aber rein. Und hier liegt ein Hinweis. Dringend! Jo. Ah, so kommen wir hier raus. Was war das schon wieder? Speicherdaten. Und wir haben Puls. So, dann ziehen wir uns mal um. Endlich Feierabend. Ganze Stress heute wieder. Im Krankenhaus. Hat uns nicht gut getan. Oh, Abschnitt 04. Zerstörung. Und was uns hier erwartet, sehen wir im nächsten Part. Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ein schönes Restwochenende noch. Oder bis ihr es seht, ist höchstwahrscheinlich eh Montag. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.